Beim rechten Weg. Hast du es schon gehört? Es ist erschreckend. Was meinst du? Doch nicht etwa die neue Frisur der Gräfin Dalbono? Was? Nein, viel schlimmer. Fürst Dalgomora hat seine Gefährtin betrogen. Außen hat es nur durch Zufall. Als ihm eines Nachts in den Fetten Leon... Ah, den kenne ich doch. Einen Schluck Wein? Bitte. Bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Ach richtig, du stammst ja aus Neri. Hier in Endaral wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Enderal verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihrem Myraden von A nach B befördern. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Wunderbar. Lass uns noch den Einbruch der Nacht abwarten. So laufen wir weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Ah, und eines noch. Bislang wirkst du auf mich eher wie der Nahkämpfer. Also im Gefecht, meine ich. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Wusste ich's doch. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Der Arasealer in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin, Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. Sofort. Die da unten tun doch eh nichts anderes, als ihr Geld zu versaufen und zu vögeln. Und so ist das eben. Ja, nicht wahr? Aber wehe, man sagt das in gediegenen Kreisen. Dann heißt es sofort, man sei unbarmherzig oder verurteilt verhaftet. Ja, schlimm. Wirklich schlimm. Wie bist du dem Kerl überhaupt entkommen? Naja, ich hatte Glück. Ein paar Gardisten waren in der Nähe. Und als ich zu denen bin, ist der Mann aus seiner Kappe gedreht. Wird er seine dreckigen Kräfte nicht mehr kontrollieren können. Dann kann er sie allesamt vom Boden aufsammeln. Hoffen wir's. Na gut, ich muss jetzt weiter. Der Pater liest heute die Verse der Barmherzigkeit. Pass auf dich auf! Du auch. Schreit wohl. Naja. Schreitet wohl. Aber immer doch.
So ist das eben. Geht weiter. Mhm. Hm? Was wollt ihr? Messer. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Mhm. Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Schreitet wohl! Das mit dem Magister muss ich euch ja nicht erzählen, richtig? Es ist einfach fürchterlich. Wenn dieser rote Wahnsinn, oder wie sie ihn nennen, sogar einen Magister des Ordens befallen kann, dann... Ach, was nützt es schon, sich Panik zu machen? Der Orden oder die Apothekari werden schon ein Heilmittel finden, ganz sicher. Gebt auf euch Acht, Messer. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange.
lass deine Großmutter bei Gemein. Kratzer! Warte kurz. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Hier war früher mal ein Handelsposten, aber seit der Abschottung ist er verlassen. Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Enderal auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Enderal nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Thank you.
Entscheidung, nicht meine. Einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulver frisst sich drüben im Wald die Hucke voll. Während ich, Idiot, an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen können. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Deshalb sind wir hier. Gibt's nichts zu sehen. Ach, sagt ihr das? Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nichts anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Bis er wieder trocken ist, bewege ich mich keinen Fingerbreit von hier. Richtet ihm das aus. Ist dieser Vatyrensohn denn noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Ah ja, soll ich das? Und sagt ihm mal, dass mich, was er will, so viel interessiert, wie die Arschhaare eines nackten Vatyren. Jetzt reicht's. Haut ihm für mich eine über. Das werde ich auch. Ulver, jetzt werde ich's dir zeigen. Beim weisen Eremiten, was für Idioten. Herzlich willkommen in Enderal, mein Freund.